Ich sitz nachts im Laufstall, ba ba ba, hab Riesenangst. Wow 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 wow, verpiss dich von meinem Zimmer. Sonst spürst du meinen... Er riecht schon den Duft meiner Windeln, das sickert schon so ein bisschen durchs Bett durch und tropft auf ihn drauf, das macht ihn so ein bisschen hot. Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zurück zu Freddy 5 Joy Creation Modus Story. Ich dachte mir, für die Part, die es gefällt, werde ich es nochmal versuchen, das Spiel durchzuspielen. Also einfach jedes Level, am besten ein eigenes Video zu... Da fehlt gerade ein Wort in dem Satz, egal, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich jetzt in diesem Level nicht weiterkomme, dann... Das... Wow. Wow, warum kommt der jetzt auf einmal? Schon, direkt? Oh, nein, Fredo hat bald weg. Wenn ich hier nicht weiterkommen sollte, dann werde ich es vielleicht niederlegen. Aber ich versuch's, dass jedes Level sein eigenes Video bekommt. Ein paar wenigen gefällt es ja sehr gut. Ich muss jetzt nicht gucken, dass ich nicht wahnsinnig werde. Deswegen bin ich letztes Mal ja gestorben, ne? Weil ich am Schluss, ich jetzt eigentlich fast geschafft. Ich war irgendwie schon bei 5 Uhr, schlag mich tot. Und dann kam der, dieses Viech, was einen halt einfach so killt, weil man die Sanity verliert, ne? Die, ihr wisst schon. Und da habe ich auch immer so geguckt, das ist schlecht, ich muss das Licht gucken, ich gucke mir die schönen Bilder an, der Ventilator, meine Wand, Korkwand, so heißt es nämlich, Korkwand. Ich habe sowas auch mal gehabt als Kind. Ich war früher ja auch mal ein Kind, wissen die wenigsten. War ziemlich schön. Es ist schon 1 Uhr, alles klar, ich muss eigentlich gar nicht mehr lange erzählen, Leute, vielen Dank fürs Zusehen, ich habe gewonnen. Achtung. Penis. Oh nein, Fredo hat geweckt, ich habe gerade Besuch. Fuck! Chicken kommt... Fuck. Chicken ist auch da. Und ich sitze nicht. Das heißt, er schreibt mich gleich an. Oder auch nicht. Ja! Ja! Geht alle weg! Oh, der Ding kommt. Der, ihr wisst schon. Ich kenne die Namen einfach nicht. Könnt ihr mir mal die Namen schreiben? Wer ist das am Fenster? Wer ist... Hey. Wer ist das unter meinem Bett? Wer ist das da hinten und da überall? Ich weiß noch nicht, wann ich mich hinlegen soll, damit er dann verschwindet. Wenn er über mir steht oder... Bereits, wenn die Kralle da ist. Du hast jetzt immer noch eins. Ist aber sehr unrealistisch, ne? Im wahren Leben sind schon Stunden vergangen. Ich glaube auch, dass das Ding hier meine Sanity anzeigt, ne? Dieses Grüne. Das war nämlich letztes Mal dann irgendwann orange und rot. Fuck. Das Küken ist da. Da hinten steht er. Chica heißt er. Geh weg. Gut. Es könnte sein, dass jetzt gleich der unter mir kommt. Ja, er ist neben mir, glaube ich, schon. Gott. Ja! Mit dem Licht bin ich mir nicht so... Was war das? Freduard! Geh doch weg! Weg. Schön weiter in die Lampe gucken. Ich will meine Sanity auf jeden Fall behalten. Oh, ist schon gelb. Fuck. Ist egal. Hallo? Nein, ist egal. 3 Uhr. Hälfte ist geschafft. Ich würde gern gucken, ob ich das Licht anlassen kann beim Küken. Hinter mir kommt... Oh, okay. Jetzt kommen gerade alle. Ah, Freddy, nein! Zack, zack. Oh, er war close. Hoffentlich ist er jetzt nicht hinter mir. Es ist 3 Uhr. Der Kerl unter mir kommt jetzt langsam. Er riecht schon den Duft meiner Windeln. Das sickert schon so ein bisschen durchs Bett durch und tropft auf ihn drauf. Das macht ihn so ein bisschen hot. Deswegen werde ich wahrscheinlich gleich erschreckt. Aber nicht mit mir. Ich mache jetzt Freddy weg und leg mich hin. Oh, ist Freddy weg? Ich weiß es nicht. Oh, bitte nicht. Oh Gott! Scheiße! Das Schlimme ist, dass Freddy und hier unter mir Heinblöd gleichzeitig kommen, oft. Das heißt, ich mache bei Freddy gerade die Fenster zu oder halt den Vorhang zu und dann steht der andere da. Und ich weiß nicht, ob er mich einfach so holt. Eben hat mich Freddy ja wieder gekillt und nicht der andere, ne? Chica, ist das jetzt schlimm mit der Lampe? Ja, es war schlimm mit der Lampe. Ich wusste, dass es kommt, aber man kommt nicht... Freddy! So! Oh Gott! Bitte! Na, ich bin tot. Hallo, Freddy. Ah! Ich sitz nachts im Laufstall. Ba, ba, ba. Hab Riesenangst. Wow, 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 wow. Verpiss dich von meinem Zimmer. Sonst spürst du meinen Prügel. Manchmal geht der Regen weg. Und dann kommt die Sonne raus. Der Trick ist es, genau hier lang zu fahren. Mit diesem Offset. Nein. No, stop it, dude. Stop it. Wie lange braucht der Chica, um eben zu reagieren? Nein. Fuck, Licht. Oh Gott, bitte. Du hast mich nicht gesehen. Nein, ich habe kurz einen Fehler gemacht. No, Freddy, you can't come in. Chica. Na, fuck. Und der andere kommt auch noch. Ich bin genudelt. Ist Chica gerade weggegangen? Chica ist gerade weggegangen, einfach so, obwohl ich hier stand und die Fenster zugehalten habe. Das Kind steht da und lässt Freddy nicht rein. Ist das jetzt gut oder schlecht für uns? Knusper, Knäuschen, wer scheißt da in mein Häuschen?
Es ist Time blöd, musst du wissen. Jetzt hat er ins Kostüm geschissen. Er kommt gleich und fasst mich mit seinen Krallen an. Ne? Nein. Ich sitz im Bett, Mutti, okay? Der Sanity Meter ist gelb, was noch völlig in Ordnung ist. Danach kommt Orange. Oh, fuck. Was? Ich bin gefickt. Freddy, komm halt rein und fass mich an. Du auch noch. So, so. Aber dem darf man, glaube ich, noch nicht in die Augen gucken, kann das sein? Ja. Ja, hallo Freddy, guten Tag. Freddy ist hinter mir. Ach, pfeff nochmal. 3 Uhr, auf jetzt. Freddy ist der Einzige, der einen so richtig klatscht. Der Rest trägt nur dazu bei, dass du von ihm geklatscht wirst. Ich habe das Spiel durchschaut. Weg ist er. Kurz nochmal gucken, alles ist zu. Sehr gut. Mein Sanity Meter ist schon auf Orange. Shit. Ist aber auch schon 4 Uhr. Darfst halt nicht vergessen, ne? Von dem Wackeln lassen wir uns gar nicht durcheinander bringen. 5 Uhr, bitte. Einmal jetzt, auf. Jetzt nicht alle wieder gleichzeitig. Hühnchen! Schön ins Licht gucken. Aber nicht ins Licht gehen. Mach den Fehler nicht. Freddy, bett doch jetzt mal weg. Er ist so close. Was? Oh Gott, was geht jetzt ab? Nein! Hä? Sag bloß ja. Ja! Okay. Jawohl! 2 years of Five Nights at Freddy's. Es geht doch. Heidenei. Also das, da ist aber nicht der Horror das Schlimme an dem Spiel. Ich finde, es hat fast überhaupt keinen Horror. Der einzige Horror ist, dass du Angst hast, dass du das noch 1000 Mal machen musst. Da sind wir uns bestimmt alle einig, dass es jetzt nicht wirklich erschreckend ist. Und wahrscheinlich ist der Witz halt einfach bei der Sache, das ist ja so getimed, Time-Events, oder wie auch immer. Und das ist halt das, was daran so toll ist. Hm? Alles klar, Leute, Level 2 ist freigeschaltet. Bin gespannt, was da so abgeht im Living Room. Ich hoffe, den paar, die gerne die Horrorgeschichten schauen, hat das gefallen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Freddy. Ciao, ciao. Friedward. Jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr Livestream. Muss man auch mal gesagt haben, nicht wahr? Alla!